mitgebracht habt an Themen, wie ihr euch fühlt, was ihr so mitteilen wollt. Bärbel, kannst du mal anfangen? Ja, mir geht's heute gut, sehr gut sogar. Ich habe eine schöne Woche erlebt. Allerdings ging es mir vor einer guten Woche gar nicht gut. Und ich denke, vielleicht kann ich es deshalb auch genießen im Moment. Das schöne Wetter, in den Badesee gehen. Gestern Abend war ich in einem Teenie-Rock-Konzert mit meiner Tochter und noch anderen Jugendlichen. Ich musste ja so hin und zurückfahren. Für mich war das nicht so das Richtige, diese Toten Hosen, aber ich habe doch Spaß dabei gehabt. Also es geht dir im Moment ganz gut. Ja. Ja. Bärbel, willst du mal weiter? Cordula? Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Vor allem, weil es nicht so ganz sicher war, ob ich mein Examensalat richtig rechtzeitig fertig bekomme. Ja, bin also heilfroh, dass ich das doch soweit jetzt schon abgeschlossen habe, dass ich hier mit vollem Spaß jetzt heute dabei sein kann. Cordula, willst du mal weiter? Ja. Dagmar? Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Ich bin um 7 mit dem Zug losgefahren und warte darauf, dass ich jetzt richtig aufwache. Willst du mal weiter, Dagmar? Margarete? Oh. Tja, also ich fühle mich heute sehr gut. Bin irgendwie ziemlich unternehmungslustig. Ich hatte einen sehr schönen Tag gestern und ja. Warte auf die Dinge, die da kommen werden. Ja, willst du auch mal weiter, bitte? Bitte. Mir fällt es erst immer etwas schwer, so den Abschied von zu Hause zu nehmen. Aber wenn ich dann im Auto sitze, dann kann ich richtig schön abschalten. Dann freue ich mich auf das Wochenende, das für mich tun zu können. Und ja, eigentlich bin ich auch ganz gespannt auf das Wochenende und freue mich richtig. Also jetzt bist du hier und jetzt bin ich hier und habe das einfach so hinter mir gelassen. Ja, Michtel, willst du auch mal weiter? Hans? Ja, heute Morgen bin ich so ganz entspannt. Allgemein beschäftigt mich, was ich so in dem familientherapeutischen Praktikum, was ich zurzeit mache in der psychiatrischen Tagesklinik, was ich da so einbringen kann an Gruppenangeboten. Das ist noch eine offene Frage, auch ein bisschen zwiespältig, so traue ich mir das zu oder bin ich lieber ein Stück defensiv als Praktikant und halte nicht mehr zurück. Das ist so ein Thema, das mich beschäftigt. Du machst dir also zu deiner Ausbildung so viel Gedanken noch? Ja, genau. Zu deinem Praktikum? Ja, ja. Das beschäftigt dich jetzt auch hier? Ich habe an für sich so eine offensive Tendenz, aber ich habe auch schon viele blaue Flecken gekriegt, wenn ich so vorwärts gestürmt bin in irgendwelchen Institutionen und da weiß ich nicht so. Bist du ein bisschen hin und her gerissen, wie die Frage? Ja. Hans, willst du mal weiter? Ja, hilfst du ja. Ich bin gefreut auf die Einladung und manchmal habe ich auch gedacht an euch und Psychodrama. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich einerseits neugierig, andererseits unsicher, wie es sein wird heute. Ne? Ich bin so ein Fremdkörper. Du weißt noch nicht, was so heute auf dich zukommt. Ja, das weiß ich. Ja. Aber ich bin da. Okay, mach's mal. Ja, ich fühle mich auch noch nicht so ganz vertraut. Ich bin heute das zweite Mal erst hier und da fühle ich mich schon mit dir verbunden. Ich denke noch an die Fahrt von vorhin. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich gut angekommen bin, denn ich habe an den zwei vergangenen Tagen jeweils Reifenschäden gehabt. Und habe im Ganzen drei neue Reifen und bin froh, dass das heute Morgen so geklappt hat. Das ist jetzt für dich so eine gute Einstimmung. So ja. Christel, willst du noch mal weiter? Ja, Johanna? Ich bringe eigentlich ziemlich viel mit, vor allem also sowohl beruflich als auch privat. Ich habe unglaublich viel vor und bin eigentlich im Moment nur dabei, meine Termine irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Also ich schwebe im Moment so zwischen Letrussee und Eiselmeer, so privat und ansonsten eben noch durch einiges zu
von der Arbeit her zu machen. Also ich muss mal gucken, wie ich mich dann hier so einfinde. Also du hast viel mitgebracht, du bist sehr aktiv. Ja, so um mich herum, ja.